Hey Leute, willkommen zurück zu Tiny Rogues. Und wir schnappen uns heute den Wanderer. Gut, wir finden mehr Events, Shops und Blacksmith Rooms. Das klingt doch schon mal super. Das haben wir letztes Mal auch schon kurz gesehen. Wooden Boomerang hat er als Waffe. Okay, hat MP. Hat ein bisschen Deckstärke und Int. Gut, dann würde ich mal sagen, gekauft. Und los. Bräuchten wir vielleicht eigentlich auch mehr Gold, wenn wir mehr von dem anderen Krempel finden. Ach, das ist sowas. Das ist die Waffe. Okay, nur in anderer Form quasi. Wir können noch nichts shattern. Die ist auch gar nicht mal so blöd. Vor allem, weil man Gegner damit einfach sehr oft trifft. Gut, das geht nach wie vor nicht. Dann halt Truhe. Hui. Wenn die noch so ein bisschen hintereinander sind, ist das halt auch eine nette Sache. Was gibt's? Jetzt haben wir zumindest schon mal einen Schlüssel. Die Frage ist halt wirklich, was hast du denn hier noch so? Damage Bonus gegen weit entfernte Gegner. Ein Herz. Ein Herz? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also ich würde schon fast sagen, wir gehen Richtung Dex. Dann machen wir das auch erstmal. Da hätten wir noch einen Schlüssel oder eine Truhe. Dann nehme ich erstmal definitiv hier den Schlüssel, bitte. Danke. Danke, danke, danke. So. Stärke. Oder ein bisschen Gold. Das ist halt jetzt echt so ein bisschen. Ah, ich weiß nicht. Könnten wir nehmen. Ich würde gern auf jeden Fall erstmal hier das Perk bekommen, das erste. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Stärke mit. Und so wenig Gold ist halt, ehrlich gesagt, kann man darauf eigentlich ganz gut verzichten. Wir haben leider keine Bomben. Das ist echt ein bisschen schade. Toll, jetzt kriegen wir eine Bombe. Aber das hätte doch lieber gern Dex gehabt. Wir sind nämlich auch nicht mehr so weit vom Boss entfernt. Gut, bei wenig Gold und einer Holzkiste nehme ich die Holzkiste. Gut, hier nehmen wir auf jeden Fall Dex. Das hat ja noch gepasst, gerade vom Boss. Stärke, Beef, ja. Das ist jetzt nicht so toll. Bin ich jetzt nicht so von der Fan, so unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten. Das muss man dann nämlich immer wieder sich umstellen, so ein bisschen. Stamina Recovery on Hit, 2 Sekunden Cooldown. Kann einem natürlich auch den Hintern retten. Aber ich nehme mal Beef. Gut, Offhand oder Body Armor. Ach, das ist halt. Ich glaube, ich nehme dann Body Armor, weil plus 10 Bonus Damage klingt jetzt nicht nach so viel. Macht halt auch schon ganz gut Schaden, weil es halt durchgeht. Schon. Kein Problem. Wir haben auch wieder ein Soul Heart, aber das ist halt mir sowas von egal. Ich glaube, ich nehme dann lieber Armor. Armor ist generell eigentlich schon eine ziemlich super Sache. Es gibt halt noch so Sachen, wo ein bisschen die Movement Speed reduziert wird, so um 5%. Aber das war bisher auch noch nicht so wild. Wir haben 3 Stärke. Bomben haben wir erstmal 2. Ich glaube, gerade so die ersten 2 Perks kriegt man relativ schnell. Und dann können wir uns die auch erstmal relativ schnell holen.
ein Schrein oder eine Bombe? Ja, komm, Schrein ist halt eigentlich immer eine ganz gute Sache. Die sind ja schon ein bisschen nervtötend. Was kriegen wir? Attack Speed. Ja, Attack Speed ist auch eine super Sache. Stärke oder eine Kiste. Ich bleib erstmal hierbei. Gut, dann gehen wir jetzt auf Stärke. Würde ich mal sagen. Noch mehr Stärke. Ja gut, das geht dann in eine ganz bestimmte Richtung jetzt. So, Armory ist halt auch schon mal eine super Sache. Weil da muss es doch was Besseres geben. Chakrams, nee. Butcher-Cleaver. Ah, Bleed hätten wir. 52% more Bleed Damage. Das klingt halt schon nicht so verkehrt. Und das ist halt das Einzige, was mit Stärke skaliert. Aber das war wieder ein bisschen. Ach, das war. Ja, das war das. Okay. Ah, Random Potion. Nehmen wir mal die Random Potion. Aber das Ding haut halt auch schon rein. Wir haben Attack Speed. Und Bleed ist jetzt auch nicht so verkehrt. Die Fight Death können wir auch ganz gut nehmen. Okay, Taverne. Random Dice. Nehmen wir einen Random Dice. Oh, das haut aber auch schon echt gut rein. Vor allem, wir treffen einmal einen Gegner damit, hat Bleed. Und dann brauchen wir nur noch kurz warten und der ist tot. Ich würde es gerne vermeiden, getroffen zu werden. Wobei am Anfang ist das jetzt auch nicht so wild. Chop ist erstmal nach wie vor nicht so der Knaller, weil wir haben halt auch nicht so viel Gold. Brauchen wir alle nur einmal treffen. Random Melee Weapon. Nee, wir nehmen jetzt mal Gold. So. Hallo. Das könnte bei dir halt auch ein bisschen blöd werden, dich zu treffen, aber die macht halt so viel Schaden. Es fliegt halt nicht so weit. Oder das hat halt, beziehungsweise. Das sackt ab. Eine Flugkurve. Hat so. 40 Gold, damit kann man doch schon mal arbeiten. Ich glaube, ich bleibe wirklich beim Cleaver und guck mal, ob wir da nicht irgendwas drumherum noch bauen können. So. Beef. Muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen einstellen, wie die Waffe so fliegt. Crit-Multiplayer brauchen wir nicht. Ist Blödsinn für uns. Constitution ist eine super Sache. Gerade zum Überleben. Ja, das ist eigentlich schon. Ja gut, hiermit würden wir halt mehr Schaden machen generell. Wir könnten halt auch noch Crit kriegen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erstmal hätte ich mehr Crit-Chance, so 25% aufwärts, würde ich das sogar nehmen. Aber so mit denen weiß ich nicht. Wie viel haben wir? 8, 9, 10% ist, das ist ein bisschen wenig. Oder also Constitution ist erstmal nur mal sicher soweit. Ist jetzt nicht so gut für einen Endboss. Aber ansonsten für einen Moment glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Ach herrje, ja, das ist halt. Das Gute ist, selbst gegen mehrere Gegner, wir müssen halt eigentlich die nur einmal treffen damit. Dann sind die im Prinzip schon tot. Zumindest hier am Anfang auf jeden Fall. Ja, treffen ist damit. Es könnte auch interessant werden. Gut, da können wir was kaputt machen. Nee, dann nehme ich jetzt erstmal weiter hier Schlüssel. Verlussel. Hallo, so. Ja, je näher wir sind oder je näher die an uns sind, desto besser ist es eigentlich. Aber ich hätte doch gerne lieber mal so ein bisschen Abstand.
dann hat das halt nicht so eine Kurve. So, was gibt's hier? Noch mehr Attack Speed. Ja, das könnte sehr lustig werden. Oh Gott, ja. Aber das ist halt... Ja gut, wir haben natürlich Rüstung und das Soul Heart. Deswegen, erstmal... ist das halt ein bisschen blöd. Aber nun gut, was soll's. Soul Heart werde ich wahrscheinlich eh nicht behalten. Seien wir doch mal ehrlich, jetzt haben wir noch ein Herz mehr bekommen. Da können wir schon direkt was kaufen. Wir haben auch schon 4 Schlüssel, wir gucken einfach mal. Heilung, Schlüssel... zufällige Belohnung. Schlüssel würde ich jetzt gar nicht mal so kaufen. Ich würde das erstmal kaufen und dann gucken wir mal. Ja, das war doch schon ganz gut. Dann haben wir auch Schlüssel bekommen. Verdammt, ich muss gleich niesen. So, wir holen uns die Rüstung wieder. Und wir können jetzt zumindest schon mal einmal Cleaver upgraden. Das ist doch schon mal eine nette Sache. Plus 1. Ich hätte natürlich gern noch irgendwas, womit wir mehr Bleed Damage machen könnten. Event, bin ich mittlerweile echt so ein bisschen... Wir müssen da auch eine Bombe für nehmen. Ja, nee. Gut, wenn wir mal so ein Event hätten, ist jetzt auch nicht so meine... Ist jetzt halt nicht so meine Wahl, würde ich echt sagen. Plus 1, ja, ich will halt bei der Waffe bleiben. Mal gucken, wie weit ich... ich es damit schaffe. Plus 1 wäre natürlich schon mal gar nicht so blöd, aber wir gucken mal. Plus ein Hard, ja, oder Random Helmet. Diese Herzen sind halt so wenig. Das könnte bei dir hier echt ein bisschen schwierig werden, dich zu treffen, wenn du dich nämlich dann mal wieder ein bisschen schneller bewegst. Aber wir haben ja ein bisschen mehr Attack Speed. Und dann noch Bleed obendrauf. Ich muss eigentlich immer nur dafür sorgen, dass Bleed bei dir drauf bleibt. Gerade wenn du da so stehen bleibst, ist das jetzt auch nicht so verkehrt. Mit Constitution, was ich da hatte, ist das natürlich ein bisschen doof. In Kombination mit Armor, aber Armor ist eher mehr so eine Zusatzversicherung. Gut. Aber das beißt sich halt beides so ein bisschen. Das brauchen wir nicht. Random Consumable. Ja gut, dann haben wir jetzt hier nicht so wirklich die Wahl. So, haben wir so einen. Ja gut, den können wir halt auch noch relativ gut brauchen. Das wäre doch jetzt mal eine super Sache hier mit Blood Chest. Wie wäre es denn mal mit noch mehr Attack Speed? Und was gibt's? Gold. Kann man nehmen, auf jeden Fall. Stärke. Aber wir kriegen das Herz nicht wieder, wenn wir sowas, so ein Blood-Chest öffnen, ne? Oder wir müssen dann quasi keine Armor und Soul Heart mehr haben. Funktioniert das dann? Gute Frage, nächste Frage. Ja, da will ich nach wie vor nicht hin, wobei das hier ist jetzt auch nicht so eine... Na, gucken wir mal. Weapon Upgrade. Das war eine gute Sache. Waren jetzt im Prinzip 20 Gold. Shop. Also wenn ich hier einen Schrein kriegen kann, dann nehme ich auf jeden Fall einen Schrein. Das ist keine Frage. Mehr Damage ist eine super Sache. Da gibt es 3 Stärke. Das ist doch auch eine super Sache. Machen wir direkt hier weiter. Es kann halt auch blöd laufen.
wenn ich hier Gegner habe, die schnell auf mich zukommen und ich treffe die nicht direkt. Das könnte zumindest, also das könnte halt echt ein bisschen blöd laufen. So Bomben oder... Wir haben jetzt so viel Schlüssel, ich nehme jetzt mal hier so eine Kur. Dann kann doch auch mal was Vernünftiges drin sein. Was ich halt nicht brauche, so wirklich, ist eine Waffe. Gold, ja, gut, okay. Blacksmith. Moment, das war jetzt plus 2, ne? Ja, dann könnten wir ja theoretisch hier hin. Oder wir... Ja, Schlüssel haben wir genug. Schlüssel haben wir doch genug. So. Nochmal ganz kurz gucken. Bis 585. Und dann noch 60% Damage als Bleed für 4 Sekunden. Das ist schon nicht verkehrt. So. Aber generell wäre, glaube ich, mit dem Ding auch Schaden besser als Attack Speed, eben wegen Bleed. Volle Heilung brauchen wir sowieso nicht. Das heißt, wir nehmen dann auf jeden Fall das hier. Als erstes müssen eigentlich immer hier so die Grabsteine dran glauben. Ich laufe halt immer von der Bombe weg, obwohl ich das nicht brauche. Hm. Random Offhand Item. Könnte halt noch ganz nett sein. Wir kriegen jetzt leider nicht mehr den nächsten Perk. Deswegen sollte aber so eigentlich auch kein Problem sein. Souls würde ich hier eigentlich nicht, also nie nehmen. Ach, bei euch ist das ein bisschen blöd mit Bleed, ne? Kann das sein? Das sieht fast wirklich so aus, aber gut, wenn wir die ein bisschen bearbeiten. Könnte das doch auch halbwegs okay sein. So, ich muss dir jetzt nochmal einen mitgeben. Ja, ja, bla bla bla. Gut, das ist Geschichte. Magic Damage Offhand. Ja, super. Nein. Nein. Sowas kann natürlich dann... Das ist halt auch immer die Möglichkeit. Deswegen, sowas sollte man, glaube ich, auch eigentlich nicht nehmen. Lieber sowas wie Gold. Vor allen Dingen dann bei einem Boss, weil dann gibt es viel Gold. Und das kann man viel gezielter für irgendwas ausgeben. So, wir nehmen nochmal eine Truhe. Decks will ich halt nicht. Ah, das ist bei denen hier natürlich auch ein bisschen doof, weil ich muss sie halt direkt treffen, sonst... kann das bei 4 Stück schon mal ein bisschen blöd werden. Ja. Bögen. Wer hat schon Bogen? Rage wäre auch eine nette Sache. Double Damage in Kombination, dann greift das auch bei Bleed. 25% mehr Damage gegen blutende Gegner. Ach Mann. Ja, ich glaube, Rage ist nicht. Also Attack Speed haben wir eigentlich schon genug. Ich glaube, das ist auch nicht so eine gute Sache, sich wirklich auf nur eine Sache zu spezialisieren. Double Damage, ich weiß nicht. Ich nehme lieber konstant hier mehr Schaden gegen blutende Gegner, aber da muss ich auf jeden Fall eigentlich beim Cleaver bleiben oder irgendwas, was dann Bleed einen Gegner verpasst. Nehmen wir das. 25% mehr Schaden können wir mitnehmen. Hier gibt es nochmal ein bisschen Gold. Das Problem ist nur mit dem Bleed. Ich muss den halt mehrmals hintereinander treffen oder die. Das könnte eine Herausforderung werden. Ja, 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 genau. Dann fängst du nämlich so an. So. Bloodchest. Okay, ja, ja. Nehmen wir Bloodchest. Wir haben genug Herzen, würde ich sagen. Solange ich mich hier nicht treffen lasse, ist das alles kein Problem. Jede Menge Gold. Okay. Armory. Können wir noch mal gucken. Vielleicht noch eine zweite Waffe für
mehrere Gegner oder mehr Gold? Aber wir haben jetzt schon so viel Gold, deswegen würde ich das jetzt mal verneinen. Claymore, gut, das ist halt alles nicht so toll. Wenn wir jetzt hier Claymore nehmen, das ist halt auch nicht so verkehrt, aber damit haben wir halt kein Bleed. Deswegen bleibe ich erstmal dabei, glaube ich. Wobei, Claymore wäre halt ganz gut gegen mehrere Gegner erstmal. Ist ein bisschen schwierig. Brauchen wir denn irgendwas hier außer... Ich weiß, ja, gucken wir mal. So, wen haben wir denn hier? Wir könnten eine Bombe kaufen für 5 Gold. Nehmen wir mal eine Bombe mit. Warum nicht? Wir hatten eh nur noch 2. Illegal Gun Parts für 30... Ja, gut. So, und was... Upgrades a gun or cannon by one level. Okay, dafür ist das gut. Das wusste ich nicht. Also war das jetzt verschwendet. Gut, du hast ja sowieso nichts. Was mit euch hier? Potion? Ja. Gut, ich muss mit dem Potion-Heini reden. Ja. Kaufen wir mal 2. Warum nicht? Aber die werde ich halt jetzt noch nicht nutzen. Sondern wir legen uns die hier erstmal zurecht. Das können wir eigentlich auch ganz hinten hinpacken. Das packen wir mal dahin. Dann machen wir das erstmal so vom Inventar. Mana After Shattering ist halt... Auch wo ich sowas... Warrior Stash kommt mir da eher gelegen. Uiuiuiuiui. Vielleicht soll ich noch Claymore nehmen. Gerade jetzt für diese Ebene hier. Stärke. Nehme ich gerne. Da haben wir noch einen Shop. Beziehungsweise da haben wir jetzt einen Shop. Warrior Stash wäre halt auch wieder nett. Ich nehme jetzt einfach mal hier Claymore. Weil ganz ehrlich, das ist doch... Es macht weniger Schaden, aber es hat generell mehr APS. Und greift manchmal zweimal an. Das kann ja nicht so verkehrt sein. Ja, das Problem an dem Ding ist halt die Reichweite. Meine Güte! Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so der Bringer. Ich glaube, ich nehme das doch wieder hier. Lieber. So, Seelen oder jede Menge Gold? Das ist keine große Frage. Ich glaube, ich nehme jetzt trotzdem noch keinen Heiltrank, weil wir haben noch 5 Herzen und eine Rüstung. Bei dir ist das halt auch nicht so verkehrt, weil du bist eigentlich recht gut zu treffen die meiste Zeit, weil du stehst auch öfter mal in der Mitte. Wenn du dich so bewegst, dann muss ich halt schon sehr vorhalten. Die Frage ist, können wir dich so schnell erledigen? Ich würde dich gerne treffen. Und zwar mitten ins Gesicht. Kriegen wir das hin? Ich muss ja erstmal ausweichen, sagte ich. Ausweichen! Ja, so viel zum Thema. Ja, genau! Das verstehe ich unter Ausweichen. Wow, ich bin da reingelaufen und es hat mir keinen Schaden gemacht. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber okay. Ja gut. Wir haben noch 3 Herzen. Und wir müssten jetzt auf jeden Fall dann auch wieder 4 haben. Mindestens, genau. Damit können wir arbeiten, würde ich sagen. So, Bomben haben wir noch genug. Ich nehme... Gold, brauchen wir so viel Gold. Wir haben 46 Gold. Ich nehme jetzt mal hier die Bomben. Die Bomben. Die bombige Bomben. Ah, ja, genau. Ich gucke halt hin, wo dieser blöde Cleaver hinfliegt. Und nicht, was auf mich zufliegt. Aber wir werden ja eh wieder dann geheilt. So ist es ja nicht. So, Truhe...
Ich könnte vielleicht noch so ein bisschen Stamina gebrauchen. So, was gibt's hier Tolles? Gold. Ich krieg hier irgendwie nur Gold. Da mein, ich nehme jetzt mein Event. Random Potion, schön und gut. Wow. Wow. Das ist ja der Knaller. Gut, Blacksmith ist halt... Gut, ja, Bomben brauchen wir eh nicht. Dann können wir auf jeden Fall hier erstmal die Rüstung reparieren. Und... Claymore, nee. Nee, gerade dann noch so für Bomben oder so. Für Bomben. Für Bosse. Keine Option. Int will ich halt gar nicht mitnehmen. So, der Hai müsste da auf jeden Fall drauf gehen. Antrieb ist auch drauf gegangen. Super. Was soll ich denn mit dem ganzen Gold machen, bitte? Bloodchest oder Stärke. Ich nehme Bloodchest, weil Bloodchest ist eigentlich schon... Das ist schon cooles Zeug. Die meiste Zeit. Ich muss vielleicht gleich doch mal so einen Heiltrank nehmen. Ja gut, das ist jetzt so ein bisschen... mager. Okay, so Stärke. Dann nehmen wir auf jeden Fall Stärke. Wir haben noch 3 Schlüssel. Alles okay soweit. Ablied funktioniert super hier gegen Mr. Hayomio. Mehr Stärke. Shop. Ich gehe jetzt auf jeden Fall in Shop. Gold brauchen wir nicht. Da kann ich mir hier richtig... richtig eingeben. So, dann nehmen wir mal das mit. Stacks of Tipsiness are permanent. Ja, das wäre natürlich gar nicht mal so blöd. Brauchen wir Tipsiness. Oder ich könnte das jetzt alles rerollen. Dann müsst ihr, wir haben, das sieht noch richtig gut aus, dass wir nochmal so eine Taverne erwischen. Und ich habe relativ viel Gold. Ich glaube, ich probiere es mal hiermit. So. Das Herz nehmen wir mit. Bombe nehme ich jetzt nicht mit. Nee, das machen wir nicht. Und dann kriegen wir nochmal... Also 4 Stacks kann ich mir da holen an Tipps. Die sind 40% mehr Damage. 40% mehr Damage sind eine Menge. Müssen wir zwar erst kriegen, aber das ist auf jeden Fall... Hier hätten wir nochmal... Machbar. Hier hätten wir nochmal ein Offhand-Item. Ist halt so eine Frage, ne? Also das ist mir halt ein bisschen zu random. Und wir haben so viel Gold. Dann mache ich lieber das. Oh, bei dir könnte das jetzt ein bisschen schwierig werden. Hier könnte das halt echt ein bisschen schwierig werden. Ich darf halt nicht hingucken, wo ich hinschieße im Prinzip. Ich muss einfach ausweichen. Wenn ich dir ein bisschen Bleed verpassen kann, dann ist das erstmal eine ganz gute Sache. Uah, das war ein bisschen glücklich. Fliegt halt jetzt schon echte Menge durch die Gegend. Komm, du hast jetzt hier Bleed. Verdammt. Okay. Können wir auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich die Räume schon nicht nehme. Blood Shrine. Okay, wir haben noch einen Heiltrank. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir haben auch noch ein paar Schlüssel. Ich nehme hier Blood Shrine, weil das ist, die sind in der Regel schon ganz ordentlich.
Und Luck. Ja, okay, nehmen wir Luck, was soll's. Arcade, wir haben halt so viel Gold. Aber das ist mir, es hat es bisher noch nicht so gebracht. Ich habe da immer eine Menge Gold reingeworfen, aber irgendwie kam da immer nur Blödsinn bei raus. Ich glaube, von so einem Stash haben wir einfach mehr. So, du explodierst. Das Wichtigste bei denen hier ist meist einfach weglaufen, weil die alle so einen Explosionsradius haben, die meisten davon. Armor. Okay. Nein, passt halt nicht. Passt halt leider nicht. Curse Shrine ist halt auch super doof, weil wir haben... Hätte ich eine Potion... Ich würde halt diese Curse Shrines auch nur nehmen, wenn ich eine Potion habe, um dann Curse Effect zu entfernen. Sonst... Nee. Nee, nee. Damit fangen wir gar nicht an. Ich sterbe schon so oft genug. Heilung oder noch eine Blood Chest. Nehmen wir mal noch eine Blood Chest. Warum nicht? Ja, mit der Waffe ist das mit beim Knockback halt ein bisschen blöd. Ich finde das auf jeden Fall super, wie die ganzen Waffen so ausbalanciert sind. Plus 5 Gold. Ja, gut, können wir nehmen, ne? Also... jetzt nicht so, dass ich ein Goldproblem hätte. Hier gibt es vielleicht noch mal was Nettes. Fire Elemental Thrust. Demon Repeater. Alles klar. Geklappt ist halt... Das ist halt alles... Blödsinn. Weil... Das war das Ding. Ich dachte nämlich, die Angriffsanimation hier oder der Schaden macht, wäre halt dieser und nicht das hier. Das hier, so. Gut, ist halt alles ein bisschen blöd. Hier kriegen wir mal wieder ein Herz zurück. Da ist wäre auch super, aber ich würde doch gerne mal wieder ein Herz dazu bekommen. Ich habe jetzt auch schon so viele Blutfeine genommen. Bisschen mehr Damage wäre eine super Sache. Weil je mehr Damage, desto mehr Bleed-Schaden auch. Und jetzt haben wir hier genau das, worauf ich gewartet habe. Okay. Bier, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Wie war das denn noch? Geht das über die 40% hinaus oder bekomme ich dann nur noch Schaden? Plus 40 Damage. Ja, das ist schon okay. Ich bleib mal dabei. So, Stärke. Infusion wäre natürlich jetzt für den kommenden Boss auch nicht so verkehrt, aber wir könnten halt auch noch umperken. Blood Shrine. Okay. Ja. Ja, wir haben noch einen Heiltrank. Ich nehme jetzt hier nochmal Blattschwein, weil ich bin eigentlich immer recht angetan von denen. Das war echt um Haaresbreite. Das war auch um... Verdammt, das war nicht um Haaresbreite. Mehr Damage. Okay, dann hauen wir uns das noch rein. Ich hoffe, ich übertreibe es jetzt nicht. Jetzt haben wir noch 4. Könnte natürlich auch jetzt Endurance Potion nehmen. Jetzt auf Nummer sicher. Will nicht an meiner Gier sterben. So, random Offhand oder ein Ring. Wäre ja eigentlich egal. Wir können mal gucken, was es hier noch so gibt. So, hallo. Der Blödsinn hier wieder an. Ich baller trotzdem weiter schon mal drauf, soweit man das Ballern nennen kann, weil wir können auch vorher schon wieder Schaden machen. Das ist halt echt eine miese Nummer. Wenn der sich dreimal hin und her teleportiert,
von allen Seiten irgendwas, wow, geflogen kommt. Wow. Da habe ich ja das richtige Tempo für. Melee Damage. Ja, okay. Will ich dafür ein Herz abgeben? Schwierig. Schwierig. Wobei Schaden, ich mache das jetzt einfach. Komm, wir haben ja gar nicht mal so wenig Herzen. 20 ist halt nicht so viel irgendwie. Weiß nicht. Schwierig. 1098. Ich pack das mal kurz weg. Ja, es ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein, würde ich sagen. Curse Shrine nehmen wir auf keinen Fall. Schrein nehmen wir immer. Diese Waffe könnte halt echt ein Problem werden. Auf der letzten Ebene. Wenn die alle so wild hin und her springen. Aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. So. Movement Speed ist eine super Sache. Ja, Schlüssel. Soul Hearts. Plus 2, okay, ja. Plus 2 ist super, ne? Oder ein Schlüssel. Wenn wir schon 2 kriegen, ganz ehrlich, dann kann ich eigentlich nicht Nein sagen. Wow, das war auch wieder extrem interessant. Wow, das war auch extrem. Ist halt auch immer schwierig in solchen Spielen, wenn man auf einmal eine andere Bewegungsgeschwindigkeit hat. So. Beef. Wir wollen Beef. Wir wollen immer Beef. Uiuiuiui. So, jetzt fliegt zurück. Danke. Dann habe ich die... Wow, wow. Bin ich fast reingelaufen. Aber auch nur fast. Ja, hör auf rumzuhüpfen. Dann können wir dich auch mal wieder treffen. So. Und, was haben wir? Ja, gut, Rüstung ist halt schwierig. Das wäre natürlich noch eine nette Sache, theoretisch. Ja gut, wenn ich die dreimal wie ihn angreife und der kriegt dann dreimal Bleed und beim dritten Mal Bleed kriegt er halt doppelt so viel Bleed, aber ich weiß nicht. Also keine Rüstung und Armor. Keine Rüstung und Armor. 25% mehr Schaden, wenn wir keine Rüstung haben. Ich glaube, ich benutze jetzt mal das Ding und ich hoffe. Ignore Pain ist eine super Sache, ja. Block. Wir haben ja. Rage passt nicht. Ich glaube. Haben wir ein Schild? Wir kriegen ja einmal ein Herz wieder, wenn wir getroffen werden. Also Block wird sich dann halt nicht so anbieten. Ich nehme mal Ignore Pain, dann sind wir da auch so ein bisschen abgesichert. Da haben wir jetzt noch eine Blood Chest oder Infusion. Infusion, komm, wenn ich hier Blood Chest kriege. Dann kriegen wir vielleicht noch mal Damage oben drauf. Gerade mit diesem Cleaver hier. Ist Damage halt wirklich, glaube ich, das A und O. Okay, das wird jetzt interessant langsam. Event? Nein. Potions wären mal eine nette Sache, auf jeden Fall, würde ich sagen. Kann man machen. Stamina Recovery hätte ich vielleicht noch gerne. Wäre das machbar, so ein bisschen? Wir sind halt auch relativ schnell unterwegs. Ich will mal gucken. Ja, wir hatten sogar ein Schild. Okay. Können wir beide sogar direkt nehmen. Ist eine super Sache. Flame Orbitals kann man vielleicht mit Tod dann nehmen. Ansonsten, ganz ehrlich, das ist halt Mist. Also der Ring ist halt, ich weiß nicht, finde ich nicht gut. So, Stärke. Oh, das ist eine blöde Kombination hier. Einfach ausweichen und dann passt das schon irgendwie. So, Stärke.
Warrior Stash, wir haben keinen Schlüssel. Das heißt, fällt schon mal flach. Gold brauchen wir eigentlich nicht. Ja, vor allen Dingen mit 30% mehr Movement Speed kann man halt so vielen Sachen ausweichen, ohne zu dashen. Das ist der Wahnsinn. Schlüssel wäre eine super Sache, aber wir sind halt noch nicht... ich glaube, ich nehme Stärke. Wir kriegen vielleicht auch mal wieder einen Shop. Da könnte auch irgendwie... Könnte es dann Schlüssel zu kaufen geben? Mach das erstmal so. Aber ich befürchte, wir kriegen gleich wieder irgendwas mit dem Schlüssel. So, Stärke, Blacksmith. Ja, könnten wir natürlich machen. Wir haben jetzt aber auch keine wirkliche Alternative zur Waffe. Ich würde das allein für die Rüstung schon machen. Dice-Item wäre natürlich auch... Na, es ist jetzt schwierig. Wir haben halt nur eine Rüstung, einen Rüstungspunkt, deswegen... Ich nehme mal hier Würfel. Also ein Würfel ist eigentlich auch... Wow, nicht verkehrt. Na komm schon. Okay, jetzt haben wir nochmal so einen Würfel. Ein anderer wäre mir halt lieber gewesen, aber hey. Wir haben noch keine Schuhe, also das ist definitiv jetzt... Hau ich mir nochmal hier so eine Endurance Potion rein. Wir haben ja einmal die Fight Death quasi eingebaut. Deswegen... Ach komm, ich nehme die jetzt. Was soll's. So, das könnte bei dir halt auch sehr interessant werden, dich zu treffen. Und du bist relativ klein. Aber du hältst nicht so... Ja, du bist hier gegen das ganz schön anfällig. Einfach laufen und ausweichen und hier und da mal treffen und Glied verpassen und dann sollte das eigentlich soweit schon gehen. Oh Gott, da habe ich falsch, da habe ich eigentlich falsch gedrückt, aber okay. Jetzt habe ich sie eine ganze Zeit nicht getroffen. Dammich! Oh, das ist jetzt mittlerweile echt ein bisschen viel. Ja. Oh mein Gott, ey. Was zur Hölle? Kannst du mal umfallen? Was denn? Na, das, den Eintreffer konnte ich da nicht wirklich, konnte ich nichts gegen machen. Ja gut, Wing Boots. Ja. Okay, mehr Movement Speed nach Dash. Wir haben halt auch so wenig. Wir haben nur 2 Dashs. Ist ein bisschen wenig, aber wir haben sehr viel Movement Speed. So, Stärke. Stärke ist voll stark und so. Ich habe immer noch kein X hier irgendwo gesehen. Aber ich achte auch nicht wirklich drauf. Wahrscheinlich habe ich schon, bin ich schon dran vorbeigelaufen, x-mal. So, Stärke. Läuft bis hierhin. Mehr Armor oder ja, komm, ich brauche noch ein bisschen was zur Verteidigung. Stärke ist natürlich schon, da hätten wir schon fast nichts gepackt, aber wir sind hier gerade am Anfang. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das können wir uns mal erlauben. So. Gut, hier gibt's Int. Dann würde ich jetzt... wieder ein Schlüssel. Dann nehme ich jetzt mal Int mit. Ja, Hoffnung. Ja, super. Aber hey, wenn wir hier Blacksmith finden, ist das schon mal eher eine gute Sache. Das sind halt auch Viecher. So, da kriegen wir Stärke. Nehmen wir jetzt natürlich mit. Und das ist halt auch ganz gut, dass halt dieser Cleaver durchfliegt. Wenn die da alle schön hintereinander stehen, ist das halt auch kein großes Problem. Ja, diese Sache, ich nehme das mal. So. Lightning Strike on Hit ist gar nicht mal so schlecht.
glaube, das würde ich sogar... Das nehmen wir. Damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht letztes Mal. Den Schlüssel haben wir nicht. Dann müssen wir jetzt hier die Seele nehmen. Schade. Was heißt schade? Wir haben sowieso hier XP Max. 28 haben wir. Ist halt auch ganz okay mit dem eingebauten Cooldown und so, weil wir haben... Naja, wir haben schon eine hohe Angriffsgeschwindigkeit. Aber die Waffe ist generell schon sehr langsam. Deswegen... Na gut, damit können wir jetzt nicht so viel anfangen. Den brauchen wir nicht. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier den Schlüssel. Da kommen wir jetzt nicht runter, weil... Nix Schlüssel. Du Wurm drehst wieder am Rad. So, Schlüssel. Blood Shrine. Ja. Würde ich definitiv nehmen. Diese Mini-Viecher müssen dran glauben, weil die ist Baller da mit dem Pfeilen. Ist halt echt blöd. Lack. Brauche ich jetzt noch Lack? Ist die Frage. Will ich da noch mal ein Herz für hergeben? Ich glaube, ich lasse das mal. Oh mein Gott. Wenn das einmal treffen reicht, irgendwann fallen die schon um. Super Sache. So, ein Shop. Wir haben eine Menge Gold. Wir gucken mal im Shop. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Oh, du willst Seelen dafür? Das ist ja mal interessant. Ja, machen wir. Dann nehme ich mir direkt auch nochmal so ein Ding mit. Ja, dann machen wir das so. Random Melee Weapon. Ich benutze jetzt einfach mal das so. Was haben wir hier? Seelen, Random Boots. Dann nehmen wir... Gut, die Boots brauche ich jetzt nicht unbedingt so. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar andere kriegen. Jetzt könnte das bei ihm hier natürlich schon sehr interessant werden. Aber wir haben ja auch Lightning. Dass Lightning getriggert wird. Ist jetzt nicht so verkehrt, wenn die denn mal zusammenstehen. Aber so, wenn die sich hin und her bewegen, ist das... Könnte das halt echt ein bisschen schwierig werden. Wow. Das ist auch super, dass man das so gut hört, wenn man die trifft. Wir haben so viel Movement Speed, da können wir locker immer dran vorbeilaufen. Aber wenn die halt so durch die Gegend schwirren, ist es halt ein bisschen schwierig. Ich habe es mittlerweile auch besser raus zu dashen. Berühmte letzte Worte. Ja. Genau. Aber einmal treffen. Naja gut, wir haben jetzt Armor verloren. Gut, aber wenn wir ein Herz verlieren, ist das jetzt auch nicht so das Problem. Ja. Warum sage ich sowas eigentlich? Das ist ja jetzt mal hier echt mega mistig. What the fuck? Könnte ich mal bitte alle treffen? Danke. Ich fürchte leider, ich werde hier mindestens noch ein Herz verlieren. Uah. Oh Gott. Ja. Die sind doch doof, sind die doch. Hilfe!
Meine Güte. Das Problem ist, nach hinten raus, je länger so ein Kampf dauert, kommt mir das vor, dass die dann stärker werden oder mehr am Rad drehen. Oder es liegt wirklich an der Anzahl der Lebenspunkte. Das könnte das wahrscheinlich eher sein. Immunität, 5% mehr. Ich glaube fast, das ist sogar besser, weil das ist hier nochmal 20%. Nehmen wir erstmal das. So, das tat jetzt schon ganz schön weh. Und jetzt wird's interessant. Rare Weapon brauchen wir, glaube ich. Ich bleibe hier beim Cleaver. Komme, was wolle. Dann holen wir uns noch einen Schrein und hoffen mal, dass wir noch irgendwie Damage kriegen können, falls ich hier nicht gleich noch vor dem Boss draufgehe oder dann wieder so wenig Leben habe. Nicht die Dinger wieder. Nicht die Dinger wieder. Seid doch scheiße. Ja, das Problem ist bei den Teilen wirklich, wenn man sich damit nicht, auseinandersetzen will, muss man die schnell erledigen. Noch mehr Movement Speed. Was ist denn da los? Infusion Item. Ja. Wir sind jetzt echt schnell unterwegs. Meine Güte, was ist denn hier los? Das ist halt bei denen wirklich super doof. Das ist halt so doof. Habe ich schon gesagt, das ist doof? Gut, da hätte ich jetzt nicht dashen müssen. Die sind dann auch noch verzaubert. Wow, das war schon ein bisschen glücklich. Lightning, ja super. Die Schuhe brauchen wir nicht. Das nehmen wir mal mit. Die Waffe nehme ich sowieso nicht. Dann ist das egal, Obsidian Chest. Oder ein Würfel. Ich brauche noch irgendwas. Oh Gott. Aber es funktioniert hier mit Bleed und der Schadensart. Das ist Slash, oder? Slash, genau. Damage over time. Ich nehme das mal mit. Quiver, sie ist hier sogar noch. Ja, Bogen haben wir nicht. Wir sind halt. Könnte man für. Lohnt sich das für Bleed? Ich habe da so meine Zweifel. Gucken wir mal im Shop. Vielleicht kann ich mir da noch mal ein Herz kaufen. Nein. Plus 1 Stamina. Wäre eine super Sache. Das brauchen wir nicht. Das könnten wir noch kaufen. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Das brauche ich ja sowieso nicht. Dann holen wir uns das hier noch. Sortieren hier mal eben um. Das brauchen wir nicht. Curse Dispel. Ja, das könnte halt nützlich sein. Ist jetzt nicht so teuer. Können wir uns auf jeden Fall leisten. Blood Chest nochmal. Ich glaube, so langsam wird das ein bisschen schwierig. Nehmen nur noch eine Bombe. Oh Mann, da mache ich jetzt nicht weiter. Nein. Kriegen wir jetzt zumindest Seelen wieder. So. Int ist ja halt auch nicht so praktisch. Seien wir mal ehrlich. Dieser Blödsinn wieder an. Ich hört jetzt auf. So. Dragon Slayer Stash. Consumable ist keine Potion, keine Infusion. Rare Weapon. Ja, komm. Gucken wir mal. Ich glaube aber nicht, dass ich hier irgendwie was anderes nehmen werde. Aber das ist halt, das könnte halt echt. Wobei der Tod ist relativ groß. Chlorophyte Bow. 5 APS. Das ist ordentlich. Das würde ich mir gerne mal ganz kurz angucken. Ja, das ist durchaus ordentlich. Aber ist halt nichts für uns. Würde ich
mal sagen. Gut, da haben wir Blacksmith. Das ist schon mal eine super Sache. Gold brauchen wir erstmal nicht. Ja, ja, das ist eine super Sache. Okay. Wir haben ein Schlüssel. Das brauchen wir halt auch nicht aufwerten. Und die anderen Sachen brauchen wir auch nicht aufwerten. Warrior Stash, wir haben doch einen Schlüssel. Du musst da sterben mit deinen blöden Laserdingern. Das ist aber super doof, ne? Muss ich halt auch treffen und das ist halt mit der Waffe echt so ein bisschen schwierig. Excalibur, S plus, okay. Okay. Mhm. Ja. Gut, das ist Blödsinn. Das könnte halt. Macht halt auch mehr Schaden, aber wir haben keinen Bleed damit. Aber damit kann man halt auch keine Gegner verfehlen. Und gegen den Tod, mit dem Angriff hier, dürfen wir eigentlich immer treffen. Ich bin ja fast geneigt, das Ding jetzt zu benutzen. Da kriegen wir noch ein Herz kriegen. Nach dem Tod. Verdammt, der ist ja schon da. Ja, ja. Bla, bla, bla. Funktioniert aber nicht so gut, was den Schaden angeht. Cleaver. Cleaver to the rescue. Ach, herrje, Mini. Macht das mehr Schaden? Ich glaube nicht, aber wir haben eine größere Reichweite. Das war jetzt super. Nicht. Ja. Wie will man denn da ausweichen? Jetzt mal ernsthaft. Wie soll das denn gehen? Dann brauche ich ja viel mehr Stamina. Ach, das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Das sieht leider nicht gut aus, wenn er gleich nochmal seine blöden Laser macht. Komm halt auch einfach nicht an den Rand, so wirklich. Ich versuche noch ein bisschen Feuer mit ein bisschen ranzukommen, aber das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Gott! Den habe ich jetzt erst auf die Hälfte runter. Ich bin im Prinzip tot. Ja, das funktioniert mit dem Ding nicht. Jedenfalls nicht so. Aber ich schlag mich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Verdammt! Ja. Okay. Gut. Auf was war er runter? 40%. Mit dem Cleaver ist das echt eine blöde Sache. Hm. Aber ich hatte jetzt auch keine andere Waffe, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das wäre jetzt was Gutes. Wüsste ich jetzt nicht. Also das war schon die beste Option von allen, oder? Aber es bringt halt auch nichts, wenn man sehr oft einfach verfehlt. Botsbleed irgendwie. Hm, was haben wir denn hier freigeschaltet? Deprived. Unclosed and unbound. Plus one all proficiency while not wearing body armor. Und kein Helm und keine Boots. Das ist ja sehr faszinierend. Club und Planksheet. Das ist was für die ganz Harten, ne? Gut, das machen wir nächstes Mal. Und dann verteilen wir noch die Punkte, die Seelen wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.